damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Elex, wa? Schön, es regnet. Warum regnet es eigentlich hier? Was soll die Scheiße? Okay, egal. So, neue Aufnahmestation. Wir wollen jetzt hier hin. Mal ein bisschen hier die Hauptstory wieder ein bisschen verfolgen, wa? Bringt ja nichts. Ja, müssen wir aufpassen. Hier kommt doch schon... Alter, was ist denn das? Was war denn das da hinten? Das Vieh sieht mir... Alter, hier sind übelst viele solche Viecher. Zack. Nicht getroffen, oder? Oh doch. Aua, Alter. Alter, das hat aber mächtig reingehauen. Huh. Alter, wie schnell halt auch die Heiltränke dann weggehen, ne? Ich geh mal hier rein, wa? Servus, darf ich hier rein, ja, ne? Oh shit! Bin schon da. Oh shit! Oh shit, 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 dreh dich doch mal um, du Depp! Alter, ich wusste doch nicht, dass ich hier her darf, Junge. Statt mal was zu sagen, ne? Wirst du gleich, kriegst du gleich auf die Schnauze. Okay. Ganz schnell. Einfach nur weg hier. So. Oh Gott. Oh shit, der hat gesessen, Alter. Ich glaube, die Banditen kommen gerade wieder hinterher, oder? Nee, sie haben keinen Bock mehr. Alter Latz, ey. Schon wieder was trinken, ist doch scheiße. Verbandspass-Tasche, okay, das ist gut. Da hinten ist schon wieder so ein Vieh. Hier ist so ein Vieh. Alter, hier sind überall Viecher. Ist doch scheiße. Alter. Achso, ich habe schon wieder keine Ausdauer. So, okay. Der ist tot. Kann ich denn irgendwie Heilkraut lernen? Also mit den Heilkräutern lernen, hier mir selber Tränke herzustellen? Oder wie ist denn das? Seelenkraut. Hat sich ja gut an. So. Hier ist, müssen wir doch jetzt richtig sein, ne? Oh, hier ist ein Teleporter. Das ist gut. Zack. Hier sind solche Ratten. Oh, hallo. Keine Chance gehabt. Vorsicht, ich muss erstmal Ausdauer sammeln. Oh, da kommt... Alter! Was ist das denn gewesen? Das Ding macht aber heftig Schaden, Alter. Alter, was ist denn das? Fuck, 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 fuck. Oh, Alter. Was zur Hölle, ey. Meine ganzen Tränke wegen dem Vollidioten aufgebraucht.
Ganz schön gefährlich hier in der freien Welt. Oh, hier sind sie. Ich gehe halt mal hin, wa? Okay. Okay. Oh shit. Und die soll ich jetzt besiegen können? Ja klar, schieß halt noch auf mich. Oh. Oh. Hey. Das war keine schlaue Idee. Okay, das war überhaupt nicht gut, da einfach mal hinzugehen. Hauptmission erstmal noch nicht machen. Habe ich verstanden. Okay, jetzt leben die ganzen Viecher wieder, ja. Toll. Habe sie einmal schön getötet und jetzt leben die wieder. Die Ratten sind mir ja egal, aber das Vieh habe ich halt getötet. Er kriegt halt wieder auf die Schnauze. Zack und zack. Neben du Arsch. Oh shit. Ausdauer sammeln. So, okay. Hoffentlich ist das kein Bandit hier. Das war's dann wohl. Jetzt schickt man mir schon Kopfgeldjäger auf den Hals. Kopfgeldjäger? Natürlich. Ich kenne Visagen wie deine doch zur Genüge. Oder willst du mir etwa erzählen, du bist rein zufällig hier? Deine Laune muss einen Grund haben. Richtig. Und deine Anwesenheit macht sie nicht besser. Vergiss einfach, dass wir uns begegnet sind. Ich stecke eh schon zu tief drin. Erzähl mir deine Geschichte. Meine Geschichte handelt von einem Kerl, der es nicht fertiggebracht hat, das zu tun, was er soll. Mein Gejammer hat mich schon selbst ganz mürbe gemacht. Dabei sollte ich dankbarer sein. Immerhin bin ich noch am Leben. Wer weiß, wie lange noch. Früher oder später findest du mich bei den anderen Toten im verbotenen Tal wieder. Also nichts für ungut. Viel Glück bei dem, was immer du hier tust. Warum hast du dich ausgerechnet hier verkrochen? Seit die Alps ihre Stellung aufgegeben haben, kannst du hier fette Beute machen. Zumindest in der Theorie. Praktisch gesehen ist dieser Ort eine Todesfalle. Noch immer lauert die Gefahr an jeder Ecke. Und wenn es ganz dick kommt, hast du noch ein paar Mutanten im Nacken, die dir die Haut vom Leib reißen. Ganz zu schweigen von der giftigen Brühe, die dir alles hochkommen lässt. Deine Bewaffnung lässt zu wünschen übrig. Ich hatte gehofft, es würde dir nicht auffallen. Aber der Prügel, den ich für gewöhnlich mit mir führe, ist mir aus der Hand geglitten. Mitten in eine Grube hinein. Wäre ich hinabgestiegen, hätten sie mir den Weg abgeschnitten. Du könntest nicht zufällig... Warum sollte ich mich der Gefahr aussetzen? Weil du den Eindruck machst, als hättest du mehr Kampferfahrung als ich. Ich würde bei dem Versuch draufgehen, so viel ist sicher. Ich muss sie einfach wieder haben. Ich treibe deine Waffe wieder auf. Du wirst sie in der Vertiefung beim Konverter finden. Sei aber vorsichtig und pass auf deinen Rücken auf. Werde ich. Gut. Ich warte so lange hier. Toll. Bringt mir dann gar nichts hier. Oh, das war jedes Mal der erste Schlag, wie das mal kacke daneben. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Oh, was ist denn hier los, Alter?
Okay, damit kann ich nichts anfangen. Oh! Jawohl! Ja, nice! So hätte ich mir das doch vorgestellt, du. Okay, was machen wir denn jetzt? Die Hauptmission ist also für den Arsch. Rachefeldzug. Das ist ja... Hallo? Warum kann ich nicht fliegen, ey? Vogelfrei. Was? Achso, das mit dem An... Ja, das bin ich... Ich bin schlecht vorbereitet. Ach nee. Muss erstmal noch mit dem Menü ein bisschen klarkommen. Ah ja, da gehen wir mal dahin. Das war der, der mich angeblich ausgeraubt hat. Da sind wir eh schon auf dem Weg in diese Richtung. Oh, warte mal. Das nehmen wir noch mit hier. Nur immer schön aufpassen. Dass ich nicht angegriffen werde. Heilpflanze ist immer gut, auch wenn ich damit noch nichts anfangen kann. Ist hier hinten irgendwas? Wasser. So. Okay. So, hier sind irgendwelche Leute. Die Frage ist, ob gut oder böse. Die können doch nicht gut sein. Ist hier irgendwas für mich noch zu finden oder haben die das alles hoch? Also die Viecher greifen die gar nicht an oder was? Ist hier irgendwas drin? Ein Flugblatt und Mana, aha. Spielzeugauto. Hier ist noch ein Heiltrank. Oder? Ja. Und eine Anleitung. Das weiß ich aber noch nicht, wie das geht. Jetzt geht es nicht mal zurück hier, oder was? Das war ja, ja. Ach nee, damit muss ich das machen. Das ist dasselbe Prinzip wie vorhin. Das geht immer. Nee. Das war da muss ich mich immer noch erstmal belesen. Okay. Was neben Geschoss? Damit. Dass er aber auch immer den ersten Schlag mal versauen muss. So. Okay. Gibt immer schöne Erfahrung, das ist schon mal gut. Wo bin ich denn jetzt? Wie weit ist es noch? Ja, ist schon noch ein Stückchen. Ich muss nur versuchen, irgendwie außen rum zu kommen, weil da bei denen will ich nicht lang. Au! Ach shit! Ah, ich wollte doch gerade. Oh Mann. Ich brauche unbedingt eine Ausrüstung. Wo krieg ich denn eine fucking Rüstung her? Jetzt geht's langsam los, wo ich scheinbar sterbe. Shit. Ach ja. Was mache ich denn jetzt hier? Ich muss irgendwie an Rüstung kommen. Ah, okay. Warum kann ich nichts machen? Mein Spiel hat sich, glaube ich. Ich bin gerade in dem Menü, merke ich gerade, so vom Ton her. Vom Schloss aufknacken. Ich kann nichts machen. Kann. Oh!
Wer da? Oh shit. Warte mal, bist du das, Jax? Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich tot aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Ich kann nichts auswählen. Scheiße. Tja, hat sich wohl ein kleiner Bug. Was hast du noch über mich gehört? Aber hoch und runter kann ich nicht auswählen. Du meinst, welche Lügen sie mir noch aufgetischt haben? Hast du jemals schon von einer gescheiterten Alp-Exekution gehört? Ich jedenfalls nicht. Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen? Kein Plan. Sie haben wirklich versucht, mich zu exekutieren. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen. Und Elexitor Kallax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen. Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe. Und jetzt will ich antworten. Tja, um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit der Machtübernahme der Elexitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert. Du selbst bist nun Opfer der Elexitoren geworden, also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Was weißt du über Kallax' momentanen Aufenthaltsort? Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber... Für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Unser Hauptquartier ist am Konverter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch, bevor du es merkst. Ja, danke. Okay, ich kann immer noch nichts machen. Außer hier links und rechts schauen, kann ich nichts machen. Ich gehe einfach mal ins PlayStation-Menü, so. Das hilft manchmal, manchmal aber auch nicht so wie jetzt. Scheiße, was ist das für ein Dreck? So, ich kann ja nicht mal abspeichern oder so, ne? Was machen wir jetzt, Leute? Wir werden hier mal die Folge einfach beenden. Sie ging ja Gott sei Dank trotzdem wie eine normale Folge. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ah, doch. Von daher beenden wir jetzt die Folge und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht dann trotzdem an dem Stand bin, wie ich jetzt hier bin. Ja, war ja eine kurze Aufnahmesession gerade mal. Eine Folge. Yay! Naja, gut. Bis dahin. Tschüss.